Ja, einen schönen guten Tag meinerseits. Ich möchte zu drei Punkten heute Position beziehen. Zum einen zum Weltklimabericht, zum zweiten zu den drohenden Streik im öffentlichen Dienst und zum dritten zu dem Rentenpaket, was diese Woche zum ersten Mal zum Bundestag ist. Und dann natürlich am Ende mich nochmal beziehen auf den Thüringer Landesparteitag. Zum Weltklimabericht. Die Botschaft dieses Berichtes ist klar. Es kann keinen weiter so geben. Die von den Menschen, die von der Menschheit beförderte Erderwärmung führt zu verheerenden Folgen, die in vielen Regionen existenzieller Natur sind. Und es trifft vor allen Dingen den ärmsten und verwundbarsten Teil der Weltgesellschaft. Also ein Weiter-so ist schlimmer als eine unterlassene Hilfeleistung. Ein Weiter-so ist im Grunde im globalen Maßstab so etwas wie existenzielle Brandstiftung. Bisher war der sozialökologische Umbau vor allen Dingen, wenn überhaupt, ein Nebenpfad der globalen Politik. Das muss sich ändern. Der sozialökologische Umbau muss vom Nebenpfad zum Hauptpfad werden in der globalen Politik. Die Botschaft dieses Berichtes kann auch die Bundesregierung nicht ignorieren. Um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen, alles, was den sozialökologischen Umbau befördert, ist gut. Und alles, was den sozialökologischen Umbau ausbremst oder behindert, ist schlecht und sollte unterlassen werden. Was nun die Bundesregierung im Zuge der geplanten EEG-Reform unternimmt, ist gerade vor diesem Hintergrund besonders verheerend. Denn die geplante Reform der erneuerbaren Energiegesetze ist nichts weiter als eine Energiewendenbremse. Der Bundeswirtschaftsminister Gabriel bemüht sich ja vor allen Dingen darum, dass die Strompreisprivilegien für die Industrie aufrechterhalten werden. Diese Privilegien für die Industrie sind nichts weiter als eine Stromsparbremse. Also bisher tut Deutschland vor allem alles, was schlecht wäre. Deutschland tut bisher das Gegenteil von dem, was notwendig wäre für mehr Klimagerechtigkeit. Das ist schlecht und sollte Anlass sein für eine Revision der deutschen Politik. Die bisherigen Prioritäten lauten ziemlich einfach. Profit, Profit. Wir meinen, auf Platz 1 der Priorität gehören Klimagerechtigkeit und Verbraucherschutz. Zum drohenden Streik im öffentlichen Dienst. Die Lohnforderungen sind mehr als berechtigt. Dass es von Seiten der sogenannten Arbeitgeberseite Einwände gibt, ist erwartbar gewesen. Aber ich glaube, für die zukünftig Streikenden ist es einfach nicht verständlich und nicht nachvollziehbar, wenn einerseits sich die Abgeordneten ein Plus bei den Diäten um 10% erlauben und die Bundesregierung eine 3,5-prozentige Erhöhung der Löhne als maßlos bezeichnet. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen und das ist nicht vermittelbar. Der Bund trägt zudem eine zentrale Verantwortung für die Einnahmeseite. Also wir meinen, dass zu einem ordentlichen Tarifabschluss gehört eben auch eine ordentliche Gegenfinanzierung. Und dazu möchte ich nur drei Maßnahmen vorschlagen. Zum einen, es braucht einen höheren Spitzensteuersatz. Es braucht eine Vermögenssteuer für Millionäre. Und es muss eine Bundesfinanzpolizei gegründet werden, die wirksam gegen reiche Steuerflüchtlinge vorgeht. Das sind nur drei Maßnahmen von vielen denkbaren, damit man in Zukunft nicht nur für Krankenpfleger und Müllfahrerinnen ordentliche Löhne zahlen kann, sondern auch um notwendige Zukunftsinvestitionen zu finanzieren. Drittens zum Rentenpaket. Das ist diese Woche zum ersten Mal im Bundestag. Den ganz genauen Inhalt weiß man immer noch nicht, weil diese Regierung das tut, was sie offensichtlich am besten kann. Sie streitet sich nämlich bis zuletzt wie die Kesselflicker. Man hat ja manchmal auch den Eindruck, die Große Koalition ist vor allem ein Fall für die Paartherapie. Das Gejammer von Seiten der Wirtschaftsverbände kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen, weil die Wirtschaft muss überhaupt keinen Cent bezahlen für das Rentenpaket. All die Verbesserungen werden von den Beitragszahlenden und von den zukünftigen Rentnerinnen und Rentnern bezahlt. Und genau da ist auch das Problem unserer Meinung nach. Angeblich heißt es auch von Seiten der Wirtschaft, das Rentenpaket verschärfe den Fachkräftemangel. Das finde ich besonders bemerkenswert. Und ich rate hierzu einen Blick in die Statistik. Wir haben immer noch 1 Million junger Menschen zwischen 15 und 35 Jahren, die ohne einen Ausbildungsplatz sind. Da muss ich sagen, hier ist der Fachkräfteschatz, der bisher ungeborgen ist. Und deswegen lautet unser Rat in die Richtung Wirtschaft, ausbilden statt jammern. Wir meinen, das Kernproblem des Rentenpakets liegt in seiner Finanzierung.
Es enthält einige Leistungsverbesserungen für einige, die wir auch sehr begrüßen. Aber es gibt keine solide Gegenfinanzierung und somit wird es in seiner Gesamtheit zu einer Belastung für die Rentnerinnen und Rentner von morgen. Also wenn man da mal ins Detail reingeht, infolge des Rentenpaketes soll das Rentenniveau im Jahr 2030 noch einmal um 0,7 Prozentpunkte sinken. Nach heutigen Maßstäben würde das ein Minus bei der Rente von 20 Euro im Monat bedeuten. Und das, wo das sozusagen die Rente sowieso nicht mehr sicher vor Altersarmut schützt. Also um zusammenzufassen, einige dürfen früher in Rente gehen, aber alle kriegen weniger Rente. Das ist doch kein guter Deal. Ich finde, hier muss grundlegend nachgesteuert werden. Und diese Probleme zeigen schon, es braucht eher eine grundlegende Revision in der Rente. Es braucht eine grundlegende Revision im Generationenvertrag. Und der könnte meiner Meinung nach wie folgt das sehen. Wir brauchen eine Rentenversicherung, die alle einzahlen, also auch Apotheker, Anwälte und Abgeordnete. Die Beitragsbemessungsgrenze muss aufgehoben werden, aber man könnte sagen, oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze gibt es im Steigen die Rentenpunkte nicht mehr im gleichen Maße, wie eingezahlt wird. Und wenn es oben eine solche Abflachung der Rentenansprüche gibt, besteht die Möglichkeit, dann auch unten ein Sicherheitsnetz innerhalb der Rente einzuziehen, also eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro, die jeden und jede sicher vor Altersarmut schützt. Dann hat an diesem Wochenende in Thüringen ein Landesparteitag, eine Landesvertreterinversammlung stattgefunden. Dort wurde nicht nur eine Liste aufgestellt, sondern auch der Spitzenkandidat Bodo Ramelow mit einem sehr guten Ergebnis gewählt und bestätigt. Und ich möchte es hier auch nochmal sagen, Bodo Ramelow, das ist die beste Wahl für Thüringen. Wir wollen Thüringen sozial regieren und fair verändern. Und in Richtung SPD sagen wir ganz klar, wenn Sie es ernst meinen mit der vermeintlichen Öffnung auch gegenüber der Linken, die Nagelprobe findet in Thüringen statt. Wir werden im Herbst in Thüringen sehen, wie ernst das die SPD meint mit ihrer vermeintlichen Öffnung.